Servus Leute, zurück zu Let's Play Traveler's Rest. Ein neuer Tag, neues zu tun. Und zwar haben wir das letzte Mal Events freigeschaltet, was bei mir kryptische Ereignisse auslöst. Also, ja, es zu verstehen ist eine die andere Sache, beziehungsweise, ja, es ist nicht so leicht zu verstehen. Sagen wir es einfach, wie es ist. So, hier Saaten rein. Ich liebe Rosmarin und Maiskörner. Weizenmehl muss ich vorbereiten. Mildes Ale mit Hopfen und Erdbeeren muss ich vorbereiten. Sehr gut, weil in drei Tage oder nächster Trend drei Tage, nee, in drei Tagen gehe ich davon aus. Wir haben hier verschiedene Dinge. Weizen, Mehl sammle ich, mildes Ale produziere ich. Gerste und Erdbeeren. Gerste kann ich überall noch reinpacken. Aber wir wollten ja auch Knoblauch schaffen. Das machen wir zuerst mal. Also Knoblauch. Da muss man erstmal erschaffen. Also Landwirtschaft. Es wird Zeit, das Wurzelgemüse zu erforschen. Karotten, Kartoffeln, Knoblauch, Lauch und zwei Arten von Zwiebeln. Ja, damit. Da ich jetzt eine neue Kiste in der Küche habe, kann ich mir das auch leisten. Also, was sind unsere neuen Dinge? Wir haben Karotten. Geil. Ich mag Karotten. Ich finde sie bloß immer nervig zum Schneiden, aber ich mag Karotten an sich schon. Ach komm. Was soll der Geiz? Wir haben es doch. Oder haben wir es? Ja, wir haben es doch. Kartoffeln. Kartoffeln sind auch was Feines. Ja, aber Kartoffeln sind wirklich was Feines. Knoblauch. Ich liebe Knoblauch. Oh ja. Oh ja. Knoblauch ist was super Feines. Lauch. Ich liebe auch Lauch. Es ist wie Knoblauch. Hat Lauch im Namen. So, und das letzte war Zwiebeln. Ja, ich dachte mir schon. Das ist wahrscheinlich eher ein... Oder gibt es irgendein anderes Ding? Nein. Andererseits, ich brauche nicht so viel. Ah, kommt. Leute, ich brauch's doch nicht. Ich brauch doch nicht so viel. Warte mal, das sind 20. Das sind 120. Wir haben 5 Sachen. Nein. Das war. Wenn ich richtig zähle oder mich erinnere, habe ich 120 von einem. Oder 120 Felder, die ich auf einmal bewirtschaften kann. Ich will es ja bloß auf einmal bewirtschaften. Also von daher schneller es wieder wegmachen. Das ist, glaube ich, das Einfachste. 120. Wir haben 5 Sachen. Also 24 pro. Das reicht auch vollkommen aus, wenn wir das erwirtschaften. Oder halt ernten. Dann haben wir erstmal sehr lange Zutaten. Für alles. Und das passt ja dann schon. Weil die muss ich ja auch erstmal verarbeiten. Das ist ja auch. Die Kiste habe ich. Für 5 Silber, da kriegen wir einiges. Da kriegen wir wirklich einiges. Mal schnell in die Bestellung schauen. Gibt es da irgendwas Besonderes? Oh, ich habe Roggenbrot mit Samen. Oh, perfekt. Modifikator süß. Ne, das ist schlecht. Könnte ich machen, will ich aber nicht. So einfach ist es. So, das ist schon mal das. Wir werden die neuen Saatgute pflanzen und dann einfach neue Sachen produzieren. Ich mache hier einfach Scharniere, weil ich zurzeit nicht viel weiß, was ich machen soll. Wobei, das stimmt auch wieder nicht, weil eigentlich habe ich einen Plan, was wir heute machen. Heute machen wir uns nämlich den edlen Komfort. Beziehungsweise, ja, erstmal das Wichtigste. Wir stellen Leute ein. Denn wir machen einfach gleich wieder auf. Ich habe am Ende nochmal laufen lassen und der Ruf ist gut gewachsen, einfach so. Ohne dass ich groß was machen musste. Einfach nur, weil die Wirtschaft offen ist, ist der Ruf gewachsen. So wie es einfach sein muss. Und wenn die ankommen, dann wird wieder aufgemacht und dann sollen die Leute kommen und gut speisen und trinken. Apropos Speisen und Trinken. Ich habe doch bestimmt was im Inventar, oder? Hm. Da.
sehr viel sogar. Schon vorbereitet für das Event, so netter. Kann ich nicht hier reintun, okay. Ja, ich habe hier, aber tatsächlich... Ich muss zugeben, ja, ist ganz nett mit den Zapfhähnen, dass ich dem das alles vorbereiten kann, aber das würde ich nur für Spezialsachen machen, weil ich habe festgestellt, das dauert. Er muss genauso lang daran stehen, immer und zapfen. Und wenn vier Leute und oder fünf Leute gerade gegen Ende, gegen Abend Bier wollen, dann ist das immer schwierig. Dann ist das wirklich schwierig, das alles zu managen. Oh, naja. Bisschen unter die Arme gegriffen. Ich habe sogar ganz normales Weizenbrot gemacht, weil wir das brauchen werden für das Event. Aber kann auch gerne schon voraus pfeffern. Ich mache einfach Neues dann am Ende. Weizenbrot. Getreidebrei geht jetzt unglaublich schnell. Also ich kann das jetzt unlimited machen. Aber gut, das ist alles nicht, was ich gerade eigentlich machen will. Ich will heute mit euch gemeinsam den nächsten Schritt machen in Richtung... Oder, ja, den wahrscheinlich entscheidenden Schritt in Richtung schöne Sachen. Mehr Komfort. Den Komfort weiter maximieren. Deswegen Öllampe und elegante Kerze. Zuerst. Eine Öllampe haben wir ja schon. Elegante Kerze und Öllampe. Öllampe gibt 3 Komfort. Dazu brauche ich Kupferplatten. Das sollte nicht das Problem sein. Gibt es hier auch elegante Kerze? Das braucht bloß Kupferbarren. Und das gibt ordentlich Komfort. Oh ja. Ja, machen wir doch schon mal elegante Kerzen. Ich wollte ja sowieso Kerzen noch machen, weil einige Tische haben noch nicht genügend Licht, finde ich. Also in der Mitte des Raums ist ein bisschen Lichtarmut. Mal für meinen Geschmack zumindest. Machen wir einfach noch mal ein paar Kupferplatten. Schadet nicht in der Zwischenzeit. Ich kann auch wichtige Sachen wie das da erstmal sammeln. Und mich zurücklehnen und meine Mitarbeiter arbeiten lassen. Das Witzige ist ja, als ja, Selbstständiger oder als Chef oder ja, als Besitzer von etwas, man könnte vielleicht für Außenstehende so vorkommen, dass man nicht viel zu tun hat, so in etwa. Aber ihr seht es ja jetzt selbst, ich bereite einfach nur den Volk weiter vor. Und auch die werden wahrscheinlich so ein Wirt, der vielleicht den ganzen Tag nur zapft oder sowas. Das macht er vielleicht auch bloß nebenbei. Und in Wirklichkeit im Hintergrund geht er in sein Zimmerchen, kalkuliert, bestellt die ganzen Vorräte nach und so weiter und so fort. Und muss hier richtig wirtschaften. Eigentlich eine ziemlich spannende Sache. Finde ich zumindest. Naja. Ja, Kerzen haben wir sowieso. Also machen wir nochmal elegante Kerzen. Ich glaube, dann haben wir für jeden Tisch so ungefähr welche. Das passt dann auch. Hier läuft's. Alles gut. Wir sind schon bald wieder für über 5 Gold. Das finde ich okay. Der Besen ist beschäftigt. Wobei, der Besen wäre vielleicht hier besser. Und hier muss er immer raus und immer rein. Das ist eine lästige Ecke. Andererseits, hey, es läuft. Wer bin ich zu klagen, wenn es läuft? So. Öllampe weiß ich, da habe ich eine. Ne, wir haben Platz. Sagen wir es so, wir haben einfach Platz, deswegen kann ich noch so eine machen. Aber in der Zwischenzeit, Öllampe und Kerzen haben wir jetzt zu Genüge. Deswegen weiter im Text. Glänzendes Räucherfass. Leuchtender Wandleuchter. Kleines Bronzeauge. So, wo kriegt man was? Wahrscheinlich alles bei der Schmiede so in etwa. Oh, kleines Bronzeauge. Dunkel und mysteriös. 10. Und ich mache 2 davon, also 10. Können wir nochmal dann 2 machen? Oh, habe ich da richtig gesehen, dass wir Kupfer mehr brauchen? Dann muss ich mehr Kupfer nach Baren machen. Habe ich zum Glück genug. Aber Bronzeauge ist schon mal gut. Es gibt wieder einen Boost. Ah, stimmt. Ich habe auch Schrank. Da, ja, tatsächlich. Das habe ich offscreen noch gemacht. Ich habe Schrank, Holzzaun freigeschaltet. Und Hocker. Beziehungsweise niedriger Tisch. Machen wir mal Schränke.
weil ich es kann. Dann können wir das auch prinzipiell in meine Wohnung bzw. meinen Schlafquartier reinstellen. Weil das ist noch recht, ja, leer. Kann man schon sagen. Vielleicht brauchen wir auch Schränke dann, wenn wir ein Mietzimmer haben. Also müssen wir die vielleicht auch irgendwie komfortabel ausstatten. So, glänzendes Räucherfass. Oh ja, im Gegensatz zum... Ja, doch. Können wir auf jeden Fall zwei gebrauchen. Eins habe ich, glaube ich, schon vier und zwei dann noch. Das ist okay. Glaube ich. Nee, das will ich nicht. Was ist da los? Das Bronze da, Bronzeauge, das... The Pine, hatte ich ja gehört. Ja, nein, weg damit, weg da. Was soll denn das? Belästigt einfach die Kunden. Nur weil sie schief angeschaut werden. Naja. So. War es das schon eigentlich? Haben wir damit schon das gemacht, was ich gerade freigeschaltet habe? Das war das Bronzeauge. Das war schon mal das Wichtigste, das weiß ich. Das erinnere mich. Glänzendes Räucherfass. Leuchtender Wandleuchter. Das haben wir noch nicht. Oder? Haben wir schon leuchtende Wandleuchter? Leucht... Ich glaube nicht. So gold aussehende Wandleuchter habe ich noch nicht. Der Schrank ist fertig. Nachttisch brauche ich auch noch. Die bringt zwar... Also, ich weiß nicht, ob sie was bringen, aber... Ich kann sie machen. Und deswegen mache ich sie. Irgendeinen Sinn und Zweck wird es schon haben. Deswegen ist das schon ganz gut. Mal schauen, was ich sonst noch freigeschaltet habe, ohne dass ihr es gesehen habt. Nämlich, also hier, Schrank und niedriger Tisch, das mache ich ja gerade. Holzzaun, Steinwerkschaft haben wir ja schon mal früher bekommen und Holzzaun, naja. Noch habe ich die Außensache noch nicht gestaltet. Ein Briefkasten, genau. Wurde mir nicht irgendwas ge... oh ja, hier. Das ist angekommen, es ist angekommen. So, sehr gut. Naja, beginnen wir mit Zwiebeln. Schön die Zwiebeln stecken. Mhm, die Musik geht auch fleißig wieder aus. Wie wir es gewohnt sind natürlich, wenn wir gerade fleißig sind, geht die Musik wieder aus. Okay, der Lauch sieht genauso aus wie Zwiebeln. Naja, hoffentlich. Hoffentlich verändert sich das noch. Mhm. Der Knoblauch sieht... Ja, okay, der sieht leicht anders aus. Der sieht genauso aus wie die Zwiebeln. Bloß mit dem Unterschied, oh, dass er weiß ist anstatt gelblich. Ist ja auch ein bisschen realistisch. Kartoffeln. Die sehen wenigstens anders aus. Die sehen wirklich aus wie Kartoffeln. Naja, mit Fantasie zumindest. So, und die Karotten. Wie sehen die aus? Okay. Ja, Karotten hätte ich jetzt nicht mit so dicken Blättern gesehen, aber es ist okay. So, alles verarbeitet. Dann haben wir das. Wir haben das. Perfekt. Wie sieht es mit dem Inventar aus? Ich habe noch Platz. Ich habe noch Platz im Inventar. Gut, dann können wir direkt weitermachen. Wir können weitermachen mit der nächsten Technologie. Strahlender Kerzenleuchter und Bronzeauge. Holla die Waldfee, da geht's dann richtig zur Sache. Strahlende Kerzenleuchter. 15, 7, 3, 1. Naja. Her damit. Ich glaube, ich brauche mehr Kupfer für das Bronzeauge dann. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie viel ich brauche, aber ich kann mir vorstellen, dass man da viel braucht. Schau mal hier rein, es ist ziemlich ruhig, es ist zu ruhig. Nee, hier alles läuft. Läuft alles, läuft. Wie sieht's getränketechnisch aus? Ja, seht ihr, der zapft gerade jetzt automatisch. Ah ja. Langsam wird's leerer hier. Mhm. Ah, ich habe noch gute Vorräte.
alles unkritisch. Man kann ja auch mal einen Tag lang dann hier chillen und dann alles wieder an Vorräten auffüllen. Ah, die Musik finde ich sehr gut. So melancholisch leicht ein bisschen. So ein strahlender Kerzenleuchter. Jetzt mal kurz, ist das Bronzeauge hier zu finden? Nein. Machen wir noch einen strahlenden Kerzenleuchter. Ich glaube, die müssten alle vier dann Effekt haben. Bronzeauge. 15. Okay. Das kostet viel Energie. Viel Feuerenergie, um das zu machen. Die Energie der Feuernation wird benötigt. Also los geht's. Ich kann in der Zwischenzeit hier, während das gemacht wird, kann ich hier hinten eigentlich schon einrichten. Hier stört mich ja keiner, wenn ich hier einrichte. So, außer dass ich gerade nichts zum Einrichten ausgewählt habe. Also das muss hier rauf. Und das hier. Nachthocker, Beilstelltisch. Macht jetzt nicht den größten Sinn, das alles hier so hinzustellen, aber andererseits, ich kann es halt leider nicht drehen. Das ist das Problem. Oh! Ah, okay. Ach lol, da könnte ich mich komplett umstylen. Bei den Hockern kann ich nichts machen. Okay, hier könnte ich mich einfach wieder umstylen. Ganz ehrlich, mir reicht eins. Moment, ich habe gerade gehört, ich werde berufen. Wer, wo, was, da unten? Alles klar. Besser ist es. Ja, komme ich zur Katze hin? Ja, die Katze kommt raus, alles gut. Vielleicht kommt der Schrank dann doch dahin, damit die Katze hier leichter rauskommt. Ja, man muss ans Tier wohl denken. Und ich komme... Ja, der Hocke, der ist im Weg. Der kommt doch hier in die Ecke. Sonst im Weg. Na gut. Na, haben wir da auch wieder ein bisschen mehr. Cool zu wissen. Da könnte man sie wieder an seinem Aussehen wirken und sich komplett umstylen. Schön zu wissen, dass das änderbar ist. Manche wollen das ja. Ich gehöre nicht dazu. Weil ich bin echt zufrieden, wie ich aussehe. Ich sehe ziemlich realistisch aus. Also, den schwarzen Umhang habe ich im Keller. Ich habe den mir irgendwann mal geleistet, weil ich dachte, der ist cool. Aber tatsächlich, ich besitze so einen schwarzen Umhang. So ein Faschings-schwarzer Umhang. Falls ich mal jemals zu Fasching mich verkleiden möchte. Oder Halloween. Nee, irgendwann dachte ich, das ist cool und habe es mir geleistet. Das war in so einer Phase, wo ich gedacht habe, Geld ausgeben ist cool. Was für ein Idiot ich doch war. Muah. So, das sind die ganzen Sachen hier. Und technologietechnisch fehlt mir nur die Distillerie, aber die ändert nichts am Komfort. Wir machen sie trotzdem. Wo kann ich... Ich würde sagen, eher bei so einer Werkbank, aber ich schaue trotzdem gleich mal hier. Nee, vielleicht hier. Distillerie. Ich brauche ja bloß eine. Ah ja, geht. Oh, hallo, ich habe sogar die Ressourcen. Bereitet hoch. Ja, zwei Stück werden dann gemacht. Distillerie bereitet hochprozentigen Schnaps vor. So, in der Zwischenzeit. Ende. Hey, da ist noch einer reingekommen. Mist. Und schon geht er wieder raus. Gut. Ich möchte nämlich hier umgestalten. Deswegen müsst ihr alle rausgehen. Verschwindet. Geht an die Arbeit. 127. Das merken wir uns mal. 127 Grad, da geht mehr. Ich spüre da... Wow, Eskalation pur. Ich spüre da... Es ist immer geil, wie hier der Menschenstrom rausgeht. Wenn ich zumache. Sehr gut. Okay, meine Angestellten verlassen auch die Bude. Das bedeutet, es wird Zeit. Zeit?
hier ein bisschen zu gestalten. Da eins. Oh, ich habe nicht drauf geachtet. Kriegen wir noch Punkte? Da Öllampe neben der Kerze. Macht voll Sinn. Ich habe gesehen, da war irgendwo Platz. Irgendwo konnte ich es hinstellen. Da kann ich es hinstellen. Naja. Gab es sogar noch einen Punkt. Okay, cool. Hier können wir noch einen Kerzenleuchter machen. Der gab Punkte. Der gab Punkte. 7 Punkte sind not bad. Punkte. Na gut. Punkte. Es gäbe. Oh, okay. Okay, es ist jetzt mittlerweile hell. Das sehen wir auf jeden Fall. Dann Kerzen. Hier eine noch. 3 Punkte. Hier eine. 1 Punkt. Ja, mehr gibt's an Punkten nicht mehr. Aber so kriege ich wenigstens überall Licht hin. Doch, das gibt auch noch Punkte. Ah, das jetzt nicht mehr. Okay. So. Dunkel und mysteriös. Okay. Ich habe... Ah ja, das kann man auch hier drauf stellen. Kann man hier hinstellen. Kann man da hinstellen. Gab auf jeden Fall gut Punkte. Dann, das und das noch. Für noch mehr Punkte. Das kommt... Hä? Ach, das kommt auf den Boden. Jawohl, ja. Auf den Boden kommt es. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das ist... Beziehungsweise... Ich kann das überall hinmachen. Okay, davon kann man... Also, wenn es überall hingeht, dann kann ich es auch unter Tische einfach stecken. Sieht zwar dann keiner, aber für den Komfort taugt es. Davon will ich mehr. Stimmt, aber für den Komfort will ich mehr. Teppich oder sowas, das kann ich ja nicht craften. Die muss ich dann prinzipiell... Dafür brauche ich jetzt aber wieder Bronze. Kupferbarren, meine ich. Ah, easy, schnell. Da machen wir noch ein paar Bronzeaugen. Geil, nicht wahr? Das gibt Points. Also langsam komme ich zu einem Punkt, wo das Maximum bald überschritten ist. Oder das Maximum bald ausgereizt ist, sagen wir es mal so. 300 Punkte. Schaffe ich 300 Punkte? Ah ja, ich habe ja noch was zum Hinstellen. In der Zwischenzeit. Ja, da oben kann ich noch was drüber machen. Macht zwar keinen großen Sinn, aber hey. Hey, wir kriegen die 300 Punkte auch schon so. Hier so als als Treppenbeleuchtung. Mir fehlen Wände. Hey, 300 Punkte. Jetzt noch die 2 Bronzeaugen, die da fertig werden. Und wir haben was Großartiges geschafft. Großartig. Wir machen einfach hier noch ein Bronzeauge, das eins, das man sehen kann. Und
hier noch eins. Die sind doch zum Ah, okay. Na dann bin ich gespannt, wie die funktionieren. Ich kann sie wirklich... Moment, lol. Ernsthaft? Ah, interessant. Ich kann sie zwar da draußen platzieren, aber sie geben keine Punkte. Huh. Jetzt weiß ich auch nicht, ob sie die Leute stören dort unten. Müssen wir mal testen. Das müssen wir echt testen. Machen wir schnell noch mal Personal. Die sollen mal hier Nachtschicht einlegen. Oh ja, tatsächlich Nachtschicht. Ich will einfach bloß sehen, ob da irgendjemand jetzt von diesen Bronzeaugen, ja, eingeschränkt wird. Wenn nicht, Gott. Na, ich will eigentlich nicht hier an den Wänden oder hinter den Wänden. Das geht ja auch nicht. Das haben wir ja schon festgestellt. Aber hier sind überall jetzt Bronzeaugen unter den Tischen, die man kaum sehen kann. Naja. Machen wir mal auf. Oh ja. Und das Feuer. So, meine Diener sollten bald kommen. In der Zwischenzeit. Ah ja, da sind sie ja schon. Sehr gut. Kommen vor den Leuten. Da muss ich ja gar nichts machen. Ich dachte schon, ich muss hier arbeiten. Ha! Schwachsinn. Fleißige Bienchen. So, die setzen sich auch an die Tische mit Bronzenaugen. Das ist das Wichtige. Nicht, dass ich die Tische irgendwie jetzt kaputt gemacht habe, bloß weil... Also wo ist eins? Da ist noch eins drunter. Das wäre interessant, ob sich da jemand hinsetzen kann. Links der Tisch wäre interessant. Da hat sich gerade einer hingesetzt und ist wieder aufgestanden. Da sitzt jemand. Ich höre jetzt zum ersten Mal im Hintergrund die Stimmen. Und das ist kein Kauderwelsch, das ist Englisch, was sie da reden. Ich habe da gerade englische Wörter herausgehört. Eine Frau, die laut englische Worte gesagt hat. Ich habe da noch nie drauf geachtet, muss ich zugeben. Weil ich jetzt auch gerne auf die Bronzenaugen achte. Moment. Boah, 154, Junge! Also so ungefähr der Ruf ist ungefähr die Hälfte von dem, was man kriegen kann. Reicht mir tatsächlich schon. Eigentlich reicht mir das schon als Experiment. Oder? Komm. Ja, vielleicht kommen noch welche. Ja, eigentlich. Wir können es uns leisten. Ja, noch ein bisschen warten. Ja. Ah, mach mal zu. Ist ja egal. Geld haben wir genug. Und der Ruf wird jetzt exorbitant erhöht. Ja, die Taverne ist jetzt optimal gefüllt. Ich glaube, ja doch, wir können noch ein paar Teppiche und so. Ah, 158. Jawohl, ja. Aloha. Hm, bin müde. Das ist wie im echten Leben, da bin ich auch müde. Oh, oh ja. Die Distillerie, die hätte ich noch gern hingestellt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, Level 8. Was kommt denn eigentlich mit Level 8? Was kriege ich mit Level 8? So. Ach du Schande, ist es riesig. Ach du Heilige. Ja. Noch weiß ich keine Rezepte dafür. Ach du Schande. Ja, das muss ich irgendwann mal umstellen. So, aber... Für heute war das doch recht erfolgreich. Der Komfort ist jetzt on top. Und wir haben am Ende jetzt noch eine Distillerie, aus der ich jetzt noch nichts gewinnen kann. Ja, das nächste ist dann wahrscheinlich erstmal dieses Event, oder? Ich weiß es nicht. Wir werden es beim nächsten Mal sehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.